Pünktlich um 5 Uhr morgens treffen alle Müllwerker und Müllwerkerinnen in die Verwaltung ein, um den heutigen Plan zu bekommen. Einen schönen guten Morgen. Es ist jetzt 5:45 und ich stehe hier in Messel bei Rezo. Ich habe heute die Ehre, die Müllabfuhr zu begleiten und das mache ich nicht alleine. Und bei mir ist nämlich einmal der Matthias Höfling und der Mario Würth. Genau, und wir drei machen das heute zusammen und fahren mal mit dem Auto zusammen rum und begleiten das Ganze ein bisschen. Bevor Sie Ihre Tour antreten, muss erst noch das Fahrzeug kontrolliert werden. Vor Abfahrt muss Michael sicherstellen, dass die Tonnenleerung funktioniert. Danach sind Reifen und Beleuchtung dran. Und dann kann es auch schon losgehen. Nächstes Ziel, Großumstadt. Um 4.20 Uhr klingelt Michaels Wecker. So früh auf den Beinen zu sein, macht ihm aber nichts aus. Seit September 2018 ist er bei der Müllabfuhr. Während er den LKW fährt, leert Mario die Tonnen. Um diesen Job zu machen, muss man ein eingespieltes Team sein. Vertrauen ist auf jeden Fall sehr wichtig. Wenn das nicht da ist, hat nur einer die Arbeit und dann gibt es den größten Streit. Ja? Er muss sich auf mich hinten verlassen. Ich muss darauf achten, dass er hinten nichts kaputt fährt. Beim Abbiegen, beim Rückwärtsfahren, dass da keine Leute hinten dran sind. Ja? Und andererseits wiederum vertraue ich ihm, dass er jetzt zum Beispiel, wenn er vorwärts fährt oder was, dass das soweit passt. Heute wird der Biomüll in Großumstadt geleert. Die Arbeit ist aber schwieriger, als es aussieht. Eine volle Tonne kann bis zu 70 Kilo wiegen. Ich stehe jetzt hier vor einer Biomülltonne und vielleicht können wir ja mal zusammen reingucken, was da so drin ist, bevor die Herrschaften das abholen. Ich heb mal an und guck mal, wie schwer die ist. Ja, also hochheben kann ich die auf jeden Fall nicht, aber so rollen immer noch sehr schwer. Also wenn ich mir vorstelle, das mit 100 Tonnen am Tag zu machen, ist auf jeden Fall sehr anstrengend, glaube ich. Ob ich bei der harten Arbeit mithalten kann? Einfach ist es auf jeden Fall nicht. Aber viele Bürger wissen den Job nicht zu schätzen. Es ist leider immer, es wird immer egoistischer, der ganze Kram jetzt hier. Das ist mir aufgefallen, hat man auch an der Hauptstraße gesehen. Die Leute wollen nur durch, immer nur ich. Obwohl die sehen, es ist kein Platz, die sehen, das Fahrzeug muss nur 5 Sekunden. Dann ist der weg von der Straße. So viel Zeit haben die nicht. Rund 26 Kilometer läuft Mario an einem einzigen Tag. Und das bei Wind und Wetter. Nicht jeder würde sich diesen Job zutrauen. Das weiß auch Tobias Stock. Für ihn sind die Müllwerker und Müllwerkerinnen echte Alltagshelden und unentbehrlich. Diese Leute werden gebraucht, ja, sowohl die Fahrer als auch die Müllwerker, um ja, einen gewissen sozialen Standard auch für jeden Bürger im Bodenwaldkreis oder darüber hinaus auch sicherzustellen. Und ich glaube, deswegen kann man schon in einem gewissen Maße von Alltagshelden sprechen. Laut einer Studie des Statistischen Bundesamtes verursacht jeder Mensch rund 220 Kilogramm Müll im Jahr. Umso wichtiger ist es, fähige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei der Müllabfuhr zu haben. Für mich kommt der Job aber nicht in Frage. Ich war nämlich schon nach einem Arbeitstag ganz schön fertig. Mario und Michael sind aber noch fit. Die von uns ernannten Alltagshelden machen ihren Job weiterhin mit Leidenschaft.